Schön, dass ihr wieder dabei seid, heute in meiner großen Bastelstube. Wir basteln Windlichter, Vasen, Blumentöpfe, man kann Besteck hineinstellen, im Badezimmer seine Bürsten, Kämme und. Ich habe schon mal das Licht für euch angemacht. In Upcycling gebastelt, mit vielen Ideen, extra für dich, für euch. Jetzt nochmal das Licht an. Auch zum Häkeln, wenn du möchtest, das habe ich schon gezeigt. Und wenn du möchtest, kannst du auch ganz tolle Kerzen selber machen, da gibt es ein extra Tutorial dazu. Aber auch Kerzen aus Restwachs, ganz sicher neu gestaltet, gemacht als Kaffeekerzen, Blumenkerzen und. Und jetzt geht es hier um die Windlichter. Ein Sammelsurium an Upcycling-Dingen. Wir machen Kerzengläser, Vasen, man kann Blumen reinsetzen und. Das ist ein Gurkenglas. Was verwende ich? Was braucht man? Das, was man zu Hause hat. Zum Beispiel alte Socken, die man in Streifen schneidet. Dann hat man eine Manschette. Oder Strick von zu Hause. Das war mal ein Pulli. Kann man sich bunt abschneiden, die Arme abschneiden, einen Streifen rausschneiden. Man muss nur das Flexible drumherum kleben. Geht alles. Meine Idee für euch in Upcycling. Auch so für kleine Gläschen ist so ein Bund ganz toll. Schmuckbänder. Vielleicht hast du was zu Hause. Dicke Wolle. Kann man alles nehmen. Ein Stück Spitze. Da sind sogar noch die Fäden drin. Das war mal auf einer ausgedienten Kirmesschürze. Passt super toll um den Bund, um das Glas herum, oben her. Weil man soll ja nicht unbedingt sehen, dass es ein Gurkenglas ist. Andere Ideen zum Beispiel. Man kann einen Zopf flechten aus Paketschnur. Oder einfach wieder Wolle genommen. Hier ist es. Ein schönes Schmuckband. Geht alles. Einfach kreativ sein. Ich sage immer, nehmen, was zu Hause ist. Und das ist auch so eine Idee von mir. Unter anderem, da habe ich viele verschiedene gezeigt. Das wird gehäkelt und da hat man gleich so was Edles. Und als Unterlage weißen Kies. Damit man die Kerzen gut rauskriegt. Oder du hast vielleicht noch ein altes Jute-Band und eine alte Spitze und dann kommt das so drauf. Und das klebe ich mir jetzt an. Rundherum mittig so die breite Spitze und obenrum die kleine Spitze. So, die Grundlage ist geschaffen. Dann habe ich Streudeko. Die war schon mal beim Fest auf dem Tisch und die nehme ich gerne dazu. Gerade so ein dickes Herz. Man kann aber auch toll Knöpfe nehmen. Knöpfe sehen immer schön aus und bei mir kommen Knöpfe nie weg. Wenn was ausrangiert ist, schneide ich die Knöpfe ab und dann kommen die in eine Kiste und dann habe ich dann immer alles. Streudeko. Schmetterlinge, ein paar Blümchen. Man kann da drauf noch was kleben. Man kann es auch aus Filz ausschneiden oder aus Strickstoff kann man ausschneiden und draufkleben. Ich möchte auf jeden Fall noch eine Feder dazu haben. Ich liebe Federn. Und dann rechts und links eine dazu. Und da bietet sich es halt an, wirklich mit dem Backpapier, wenn mal was läuft oder man muss es im Liegen kleben, dann bleibt es wirklich so, wo es ist, das Aufgeklebte.
Und das sieht auch schon wahnsinnig schön aus, wie gekauft. Dann kann ich ein Herzchen unten drunter kleben. Eins oben drüber, wenn man möchte. Wie gesagt, die Schmetterlinge noch dazu oder man lässt sie weg oder weiter hinten. Das liegt dann bei euch. Das ist so einfach. Oder vielleicht nochmal unten drunter ein Blümchen, oben drüber ein Blümchen. Einfach arrangieren. Mir ist es immer ganz wichtig, dass wir das in Upcycling machen. Ich habe 5 Kinder, der Geldbeutel ist klein und ich bin nicht so dafür, für Basteleien wahnsinnig viel Geld auszugeben, wenn es so auch geht. Kleine Blümchen kaufe ich mir dann immer so einen Strauß und dann nehme ich die regelrecht auseinander. Und dann könnte man hier oben noch was reinsetzen. Muss man sich dann mal überlegen, möchte man nicht. Die sind halt ein bisschen lang. Und so Sträuße, die kriegt man für ein Apfel und ein Ei. Gerade in den 1-Euro-Shops. Und dann kauft man zum Beispiel im Winter die Frühlingsblumen, die übrig geblieben sind. Und im Sommer, Frühling, Sommer, Winterdeko. Und dann kriegt man es noch ganz dicker. Ist mir wichtig. Und dann ansonsten Upcycling, Upcycling, Upcycling. Oder das finde ich jetzt gar nicht so schön. Mal wieder raus. Ich finde es so eigentlich schöner. Und so entsteht das dann. Ne? Ja, reicht eins. So, und dann, ich mag das, weil es auf den Tisch kommt, mitten drauf, dass auch die Rückseite ein bisschen Deko bekommt. Weil warum soll man denn immer dahin gucken und dann die Seite ist nicht schön? So, und jetzt kommen die Blümchen hier halt hinten hin. Rückseite, Vorderseite und jetzt kommt doch hier oben noch ein Blümchen hin. L3 sieht schon besser aus. So, und dann ist es fertig. Ich würde nichts mehr dazu machen. Es lebt durch die Federn und das große Herz. Und dann hoffe ich sehr, es hat gefallen. Noch viel mehr passende Sachen dazu findest du in meinem Kanal. Maritime Sachen, verspielte Sachen. Häkeln, stricken, basteln, basteln, füllen mit Kinder extra. Upcycling Sachen, Windlichter, Beton, Garten, Blumenwerkstatt für die Terrasse, für den Hof, für außen, für innen, für jeden Monat des Jahres ganz besondere Deko-Ideen, Upcycling-Ideen, Möbel-Ideen, Aufmutz-Ideen, alles, was man sich vorstellen kann, habe ich eigentlich schon gemacht und es kommen immer wieder neue Sachen. Am besten zu finden auf meiner Startseite kreativ-reich die Kekerplauderei und da ist oben eine kleine Leiste, steht Playlist, die anklicken. Und dann findet man die ganzen Ordner wie Kerzendeko, Blumenwerkstatt, Upcycling, Garten, Pflanzen, Hochbeete, die große Marionettenwerkstatt, Weihnachtswerkstatt, Frühling, Sommer, Herbst, Winter, Beton und. Einfach mal reinschauen. Und alles immer günstig gehalten und viel in Upcycling. Und was mir ganz wichtig ist, ist die Kanalmitgliedschaft. Die darf nicht jeder anbieten. Da muss man von YouTube eingeladen werden. Und das darf ich. Und dann kann man vielleicht mal reingucken, ob das was für dich ist. Da habe ich mir ganz besondere Sachen einfallen lassen für euch, für dich. So, und jetzt sage ich Tschüss, alles Liebe und bis wieder mal. Eure, deine Kerstin und schön gesund bleiben oder gesund werden. Tschüss!